I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem Live-Commentary. Wir spielen heute mal mit der Basie, mit dem MVP. Und er zeigt wieder mit Fingern auf, Leute, ja. Und ich werde auch mal so sehen, ja, wir haben hier Rapsöl am Start. Also wir werden jetzt mal hier... Oh, nö, sehe ich nicht ein. So, Leute, zweiter Versuch, nächste Runde, diesmal auch nachgejoint und wahrscheinlich auch wieder gegen die besten Spieler der Welt. Jedenfalls spielen wir auf einer besseren Map und wir kommen noch nicht mal hoch. Wir haben einen blöden Baseballschläger in der Hand. Ich finde ja, die Tarnung sieht hier irgendwie ein bisschen deplatziert aus, aber ich habe leider keine andere. Er fängt schon wieder an, mit Fingern zu zeigen. Mensch, Jungs, das kann doch nicht sein, dieser Typ. Hallo? Einmal auf den Kopf gekloppt. Komm, der kommt jetzt hier rein. Das habe ich im Geruch. Jawollo. Einmal auf den Kopf gekloppt. Ein bisschen nachgeholfen. So, Freunde der Sonne, wir gucken mal, ob wir dahinter jemand haben. Versuchen wir mal, den zu flashen. Oh, nee. Komm doch hier rein. Nee, er wurde vorher gelümmelt. Zack, das ist doch echt nicht komisch. Also ich weiß nicht genau, warum das so ist, wenn man da immer reinrutscht, aber man haut dann meistens daneben. Oh, den ersten haben wir doch gleich. Und dann wurden wir... Hä, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, alles klar. Es soll heute einfach nicht sein. So, wieder mit der... Oh, joi, das ist aber schon ganz schön laut. Oh, da hat einer 36 neu. Ah, das ist ein Whisker Barca-Fan. Da sagen wir uns doch gleich mal, oh, tschüss. Ich sag euch eins, 23:30 Uhr nachts. Keine Lobbys mehr suchen. So, auf der Map Fringe befinden wir uns. Nein, es ist kein neues Spiel. Wie soll es auch anders sein? Wir spielen wieder mit dem MVP. Eine Runde Team Deathmatch und hoffen mal, dass dieses Spiel nicht ganz so schnell zu Ende geht. Hostile UAV. Ja. Hostile UAV above. Bitte was? Er dodgt den einfach, den Schlag. Ja, hallo? Oh, nee, das war die doofe Entscheidung. Oh ihr Gott. Ach, haben wir verloren. Leute, es soll heute einfach nicht sein. Eine Runde Nuketown, würde ich mal meinen. Aber natürlich, oh, es ist sogar neu. Jeder nennt sich Impact aktuell. Alle hypen das. Ich finde es auch mega klasse. Grüße gehen an alle vom Impact raus. Ich freue mich riesig für euch, dass ihr das wieder zusammen auf die Beine gestellt habt. Aber wie... Zur Hölle, soll ich gerade, das ist ein viel wichtigeres Problem, mit einem Baseballschläger gerade in einer Stellungsrunde auf Nuketown irgendwas rausfinden? Rausfinden, was ist das denn für ein Satz schon wieder? Nee, oh Gott. Nee, komm, der Frechdachs, komm. Nee, wieso ist er denn schneller als ich? Warum sind denn hier so viele? Ich komme nicht mehr auf meinen Linker. Hallo? Oh mein Gott, Jungs, wie haben wir das überlebt? Das kann mir doch niemand erzählen. Komm. Hallo? Die Zone, aber das ist uns egal, weil wir nämlich... Nee, das sind böse. Ach, nö. Nö. Oh Gott im Himmel. Also mit einer Nahkampfwaffe macht sich das dann auch echt nicht gut. Muss man doch ehrlich mal sagen. Nö. Diese Rapsöl-Dinger, die machen einen nervigen Ton. Haben wir jetzt... Also... Bin ich denn jetzt völlig bescheuert? Fahren jetzt hier Gegner... Ja, okay. Es fahren einfach mal gefühlte 2 Millionen Raps auf dieser Map herum. Es juckt das Spiel einfach nicht. Meine PS4 wird wahrscheinlich danach den Geist aufgeben, weil einfach zu viele Dinger auf... gegnerische Raps und freundliche Raps. Nee. Den Frechdachs hier hinten. Den finde ich viel schöner. Hallo! Och nein, ich dachte, die Raps holen den auch noch. Och nö. Dann holen wir den jetzt nochmal. Dann holen wir den jetzt. Haha, wir sind frech. Jawoll. Haha, der Guardian hat den rumgebimmelt. Och nö. Oh, das war jetzt wirklich eine blöde Idee, da reinzurennen, wo er da drauf schießt. Hallo!
Das ist ein Kampf. Jawohl. Get wrecked, bitch. Hallo. Oh, jetzt gehen wir aber hier gerade ab. Wie Schmitzkatze. Oh nein, das wäre auch gerade zu schön gewesen, Jungs. Wären wir mal hier drin, uns die Zeit genehmigen, auch mal ein bisschen ans Lagerfeuer setzen, oder Jungs? Hallo, Freunde der Sonne. Den gucken wir uns doch gleich nochmal von hinten an. Okay, den Frechdach, den Schlingel, den... Hallo. Nee, wo ist er denn? Da ist er doch. Hallo, Freund. Das war jetzt blöd von dir, da hochzuspringen. Das hättest du mal besser vorher überlegen sollen. So, wir gucken jetzt mal, ob wir... Guck mal, den da hinten... Oh, nö. Jetzt fangen die auch noch an abzufacken. Mann. Kinders. Sandmännchen ist schon lange vorbei. Hallo. Och Mensch, lass mich doch mal deinen Freund hier gerade mal einen auf den Latz geben. Der hat sich unanständig benommen. So wie dem hier. Dem zeigen wir mal, was eine Axt ist. Aber das ist ja jetzt wirklich ein enges Ding. Wenn wir jetzt hier nicht mal irgendwie... Gut. Oh. Endlich. Wir machen den Hintereingang zu mit unserem Schläger. Und gehen jetzt mal hier raus, Jungs. Raus. Wir haben das doch nur verloren. Ich glaube es nicht. Aber das soll nicht das Problem sein, Jungs und Mädels. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ich mehr solcher Waffen ausprobieren sollte, die etwas unkonventioneller sind, wollen wir so mal sagen. Also beispielsweise die Farmers, falls ich sie ziehen sollte, dann schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare. Würde mich echt freuen, wenn ihr das tun würdet. Einfach mal ein Klassen-Setup oder was auch immer. Falls ihr das bis jetzt geguckt habt, Hashtag Capri-Sonne bitte mal in die Kommentare. Würde mich echt freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht das gut. Haut rein und... Ayo, drop that shit.